David Bowie. Der hat's natürlich, genau wie die anderen, schon längst nicht mehr nötig. Jetzt will er ja sein Anwesen auf der Luxus-Karibik-Insel Mystique für mal eben rund 8 Millionen Mark verkaufen. Doch ein Leben so ganz ohne Rummel ist offenbar auch für ihn auf Dauer zu öde. Also zeigt er der Welt, dass er noch so viel mehr drauf hat als spacige Musik. David Bowie als bildender Künstler, zu bewundern im Kunsthaus The Gallery, London. Sie drücken sich die Nase platt am Fenster der Galerie, aber nicht um Kunst, sondern um den Künstler zu sehen. David Bowie, der Name, Beruf nicht Musiker, sondern Maler. To me it's lifeblood. Für mich ist das Malen ein Lebenselixier, es ist mein Dasein. Gemalt habe er schon immer, seit den frühen 70ern. Und Stile hat er viele, wie es ihm gerade passt. Bewundert hat er anfangs, so sagt er uns, vor allem die deutschen Expressionisten. They're so easy to do. Die sind so herrlich einfach zu malen, sagt er. Für mich war klar, ich bin ein geborener Expressionist. Als ich sie das erste Mal sah, dachte ich, genauso male ich. Ganz besonders mag ich die Maler der Brücke. Especially you probably know the Die Brücke School. That's the particular ground that I really, really like. Zurzeit macht David Bowie, so seine Einschätzung, heidnische Afrokunst. Und hat nebenbei zwei Tapeten entworfen auf Blümchen von Laura Ashley. Die Londoner Kritik ist sich einig, singen kann er besser. I'm an absolute beginner. I'm an absolute beginner. I'm an absolute beginner. Absolute Beginner. Schön, wenn ein Popstar das, wovon er singt, auch selbst erfahren hat. Schließlich soll man ja irgendwann klug draus.